Ein Fünfer Quetz. Oh, Quetzvogel. Wir brauchen noch selbst ein Fünfer ist scheiße. Fünfer ist kack. Den hast du zwar schnell gezähmt, aber... Du, ich glaube, so viel Unterschied macht das auch nicht. Was ist denn das für ein Riesending? Den toll, die mag ich. Das ist ein Quetz. Ich hab was vergessen, ich komme gleich wieder. Greift er mich an? Nee, nein. Der flieht. Das der flieht, das Fluchtvogel. Ist Fluchtvogel. Oh, das aber ist echt cool. Der kann richtig, der ist ein bisschen schneller wie der Argentavis. Wie wir den zähmen sollen, weiß ich auch noch nicht so genau. Kannst du nicht, geht nicht. Und, aber die da sind wirklich toll. Der, ja, ich sehe ihn. Der kann viel tragen, ne? Also richtig viel. Der kann auf dem Rücken sogar eine Plattform tragen, wo du was draufbauen kannst. Jetzt nicht trotzdem, obwohl ich die Klamotten anhab. Ja, musst du noch eine Fackel wahrscheinlich dann ausrüsten. Ja. Ich muss auch zurückfliegen, weil ich die Zäune vergessen habe. Und ich muss meine Klamotten erstmal anziehen. Mir ist kalt. Ich hab die Klamotten, die warmen immer im Vogel drin. Hä, wieso sehe ich bei. Ach, ich muss in. Nee, ich sehe nicht. Doch, jetzt hat Level 20. Nein, Vorsicht, flieg! Auf, hoch! Ja, ich mach da. Was ist da? Drache? Schweine! Oh, bloß nicht mit Schweinen anlegen. Die hauen dich vom Vogel runter. Bist du da? Oh nee. Ja, irgendein Drache kämpft da jetzt. Mit den Schweinen. Echt? Ja, das ist aber ein. Ja, ist das Mensch? Ein blauer Drache? Nein, das ist der Hilft. Achso. Ein Hilftrache. Gehilfedrache. Boah, der, jetzt hat er das Schwein gepackt. Ja, kannst du auch. Mit Argentavis kannst du ein Schwein. Nee, kannst du nicht, ne? Schwein aufheben. Argentavis? Doch, kannst du ein Schwein kannst aufheben. Du. Kannst du ein Schwein aufheben. Die sind gut, die Schweine, wenn du die gezähmt hast. Die fressen zwar unheimlich viel, aber die heilen, die haben so einen AOE-Effekt, so einen Heilungseffekt. Für die ganze Gruppe, also für alle in der Nähe, die dem Tribe angehören. Das ist eigentlich ganz geil. Was brauchen wir denn noch? Also ich habe hier meine dicken Klamotten an und friere mir hier den Arsch ab. Ja, ich auch. Fackeln, ihr müsst Fackeln noch in der Ausrüsten. Ja, hab ich auch. Hab ich. Hier ein bisschen, trotz Fackel. Echt? Da hinten ist noch ein Ankilo. Da fliege ich mal so rüber. Ist das jetzt meine Fellmütze? Nee, das ist die blöde Ledermütze. Ja, stimmt. Die Fellmütze habe ich nicht auf. Vielleicht ist deswegen... Doch, hast du doch, ne? Du hast doch die Brille darauf gezogen. Ja, aber ich hab zwei Brillen. Eine mit dem Bauarbeiterhelm und eine mit der Fellmütze. Achso. Das siehst du auch ganz gleich unten an dem Bauarbeiterhelm-Buff. Unten rechts in der Ecke. Ja. Ich weiß nicht, wo meine Mütze ist. Ich glaube, das ist, weil hier ein Wirbelsturm ist, dass so kalt ist. Ist ein Wirbelsturm? Ja. Hier zieht's ganz schön. So ein Blizzard-mäßig. Echt? Richtig stürmisch ist es hier. Wo seid ihr denn da? Da ist einer. Da, wo die Höhle ist. Oben am Eis. Ja, ich suche immer noch meine Fellmütze. Scheiße. Ich will mitspielen. Level 80. Der ist doch gut. Könnt ihr den runterlocken? Wieso sehe ich eigentlich nicht, wie viel Level der hat? Ich sehe das, wenn ich so das Fernglas gucke. Hast du schon Fernglas? Nee. Ich habe dir noch gar kein Fernglas gebaut, ne? Aber der kann doch gar nicht davonfliegen. Kann er auch nicht. Nee. Also ich will den jetzt nicht mit Vogel hacken, weil ich mache ziemlich viel Schaden. Das heißt, ich bin mutig. Geh hin. Ist dein Vogel auf Passiv? Hau ihn. Dein Vogel ist dann nicht auf Passiv. Und jetzt haut er ab. Nein, der dreht jetzt. Ich brauche erstmal meine Fellmütze. Dazu muss ich erstmal ein Schaf scheren. Ich weiß, wo die ist. Die ist im Schrank oben. Soll ich auf ihn schießen? Nein, noch nicht. Ich will den runterlocken. Ist er noch hinter mir her? Ins Warme. Ja. Nee, ist er nicht mehr. War zu schnell. Soll ich mitten? Ich komme mit dem Pterodon. Och Mann, wo ist denn meine Fellmütze? Aber wenn ich jetzt einmal mit dem Betäubungspfeil auf ihn drauf schieße, wird er doch Aggro auf mich? Ja, dann musst du und ganz schnell auf... Moment, stopp mal, bevor man das macht. Ah, jetzt habe ich schon. Wenn er dich trifft und dein Vogel ist noch auf neutral, ne, dann... oder lock ihn einfach hier runter, wo es ein bisschen wärmer ist. Das geht ja auch. Meine Fellmütze. Jetzt kommt er mir nämlich hinterher. Nicht so schnell, weil dann... Oh,
jemand hat meine Fellmütze geklaut. Na, dann bastel dir doch noch eine. Ja, muss ich. Ja, ich muss erstmal Schafe scheren. Vielleicht habe ich die genommen, aber du hattest für mich doch... Nein, ich hatte, die hatte ich für dich gemacht, aber... Ach so, guck mal in den ersten Schrank, also rechts neben den drei Schmieden. Oh, jetzt dreht er wieder rum, glaube ich. Rechts oder? Neben den drei Schmieden. Au. Wir können den aber auch hier machen. Ja, eben. So, ich muss mal gucken, wie mein Vogel steht. Der steht neutral. Erster Schrank. Rechts neben den drei Schmieden. Set. Ach, der erste Schrank neben den drei. Genau. Da ist auch keiner dran. Dann warten wir jetzt auf Greybock. Ja. Und dann machen wir das so. Wir stellen unsere Vögel sicher irgendwo hin. Ich weiß nicht, warum ich keine Mütze habe. Stellen uns im Dreieck und schießen abwechselnd auf ihn. Also ja. Wie tanken, so abwechselnd, so Agro-Ping-Pong. Ist der noch im Kalten? Ja, so halb. Hier in der Schlucht. Schlucht? Ich brauch doch noch Töpfchen. Da sind ich hab Töpfchen. Nee, ich hab hier auch. Da sind Töpfchen in der Werkbank, witzigerweise. Ich muss noch ein paar Pfeile machen. Dass ich jedes Mal auf den drauf hau mich. Oh, der hat gar kein Fleisch mehr. Ich hab nämlich Hunger. Was ist das denn jetzt hier? Oh Mann. Ja, hat er auch. Wer denn? Der Vogel. Ich hab hier noch. Ich hab noch Fleisch hier. Achso, okay. So, wo seid ihr denn jetzt? Flieg mal ins Kalte, ja. Da wo die Höhle ist. Ja. Und dann siehst du von uns aus gesehen links so eine Schlucht. Ja. Hier ist kein anderes Tier, der läuft hier rum. Aber das, ach, jetzt hast du schon reingepackt. Ups, jetzt habe ich dir den anderen. Macht da nichts. Aber hast du auch noch eins, wo man essen kann? Nee, habe ich nicht. Bringst du noch Essen mit? Ja, ich habe was mit. Für das Viech oder für euch? Für uns. Für mich. Hier Menschen essen. Hier ist ein Quetzvogel. Level 5. Ja, weiß ich doch. Den mal. Komm doch mal her. Ich muss ja erstmal hier. Ist der hübsch? Hallo. Hallo. Wo bist du denn? Wo seid ihr? Ah, jetzt ist der Strom. Unten in der Kuhle. In welcher Kuhle? Warte mal, ich komme mal hochgelaufen. Oben auf dem Berg oder unten? Oben auf dem Berg. Flieg mal hoch. Ich flieg mal da, ganz wo die, hoch. Da, wo die Höhlen sind, die Eishöhlen. Ja. Und die Seen. Die. Das ist ganz schön groß hier oben. So, wo bist du jetzt? Beschreib doch mal. Ich bin jetzt beim... Ich sehe Mammuts, da ist der Höhleneingang mit diesem komischen blauen kantigen genau, dann, Stein. Dann flieg mal ein bisschen nach rechts und guck in die Schlucht rein. Welche Schlucht? Hier ist wo überhaupt kein keine Schnee Schlucht. Mehr. Ach, ich flieg mal hoch, Moment. Hier ist keine Schlucht. Auf unserer Seite oder über den Berg rüber? Nein, auf unserer Seite. Hier, unter dir. Muss man da unten? Hier. Da. Da. Da ist Findel. Guten Tag. Da seid ihr. Hallo, Greybock. Ach so. Auf passiv stellen noch? Ja, ich hab... Passiv stellen? Passiv hab ich sowieso. So, ich gehe jetzt hier oben hin. Ich warte... Ja, ja. Geh hier hin? Können die Vögel ein bisschen weg hier? Ja, ja. Gut, das geht ach, schon. Die ach, das war schon geht weg. Schon. Wo soll ich denn stehen hier? Dreieck, ja, das ist gut. Wer fängt so an? Ich fang mal an. Fang mal an. Und möglichst auf den Kopf schießen. Kann man zielen mit Rechtsklick? Ja. Ja. Mami. Oh, nicht, dass ich meinen Vogel erwisch. Nee, das macht nichts. Das ist egal. Der ist ja immer noch aggro auf dich. Ja, aber man kann gut vor ihm weglaufen. Ja, der ist ja... Nicht zu weit nach oben. Da laufen Tiger rum, habe ich gesehen gerade eben. Er mag mich, er mag mich. Kann schon ganz schön viele Pfeile im Kopf stecken. Mami! Also euch mag er ja viel mehr wie mich. Oh, jetzt mag er mich, glaube ich. Oder? Nee. Ja, aber der ist nicht schnell, da kannst du locker weglaufen von ihm. Der kippt gleich um.
Ja, jetzt hat er. Er kippt um. Juhu. Wo ist mein Vogel? Vogel. Ah, Vogel. Warum hast du die Sache mit, Vogel? Haben wir alles mit? Hast du Bären? Ich hab gar nicht, hier sind noch genug Büsche. Ich hab Narcotics reingelegt. Gut. Ich geh mal einen Haufen Beeren holen, ja? Hilfe. Kein Fleisch reinlegen? Geh's mal kurz. Nein, es ist ein Pflanzenfresser. Ach so. Ah, okay. Ich muss hier überall erstmal, siehst ja, was ich mach. Ja, diese Dinger wieder außen absichern. Bauen. Denn wenn ein Tier von außen kommt, also zumindest ein Fußgänger, dann ist das der geschützt. Soll ich meinen Vogel weg? Ja, ein bisschen. Das Schöne ist ja mit dem Helm, die kann man dann immer schön wieder aufheben, aufsammeln. Die habe ich schon öfters gebraucht hier. Und dann macht man sich so einen kleinen Gang hier rein und dann ist es auch gut. Cool. So, das ist ein Ankylo. Der hat halt die Fähigkeit, dass er eben, wenn du auf so einen Stein raufklopfst oder auf so ein Metalldings und Kristalle, dass du eben unheimlich viel rauskriegst mit denen, ne, an Material. Und der kann auch, ist das Metall auch leichter mit denen? Ich glaube ja. Oh, ich meine, die hatten das mal geändert. Wir haben gleich noch was. Wieso? In der Bucht hängt ein Basilosaurus Level 115. Was ist denn noch ein Basilo? Fisch. Ich hab keine Ahnung. Ich kenne das Ding nicht. Ich weiß auch nicht, habe ich auch noch nie gezähmt. Du kannst ja mal hinfliegen. Ich bleib derweil hier und pass auf. Kerlchen auf. Machen erst den einen hier und dann überlegen, was das ist. Wir müssen ja erstmal gucken, wie man den überhaupt zähmt. Genau. Jetzt wird's kalt hier. Lagerfeuer wäre ganz nett. Warte mal. Ich guck mal, ob ich eins bauen kann. Ich müsste theoretisch auch eins bauen können. Oder du, ja. Ich brauche noch Stroh und Holz, das heißt ein Baum. Ist hier ein Baum? Da ist noch ein Baum. Hier ist ein Baum. Cookie? Campfire. Nein, kann ich nicht. Stein und Fetch brauche ich. Flint und Wood habe ich. Ich habe, glaube ich, schon hier. Da, eins habe ich mal gemacht. Ich hätte gar nicht so viel Leben verloren. Nö, die halten richtig gut was aus. So, ne, und wenn du mit denen reitest, immer auf, wenn du levelst, auf Gewicht machen, damit die schön viel tragen können. Genau. Diese Viecher, diese Farmviecher. Ja. Und da ist es auch so, wenn du den auf Nahkampfschaden skillst, baut er halt mehr ab. Ja. Also, also Gewicht und Nahkampfschaden. Ja, also ich mache meistens immer erstmal Gewicht, bis er genug tragen kann und dann irgendwann auch wieder Nahkampfschaden, damit man auch mal, damit das schneller geht, ne? Da kriegst du aus einem Teil halt erheblich mehr raus. Ne, Hauptsache das Metall wird leichter. Fliegst du hier rum? Komm gerade wieder zurückgeflogen. So. Bin aber noch nicht bei euch. So kleiner Agentavis hier. Da. Oh, der Knight Rider, der friert doch trotzdem. Nö, der hat Fell. Ja, ich habe auch Fell, ich friere trotzdem. Das sieht ja schön aus. In Knight Rider packe ich dir was zu essen ein. Da hält sich das auch länger als bei dir in den Taschen. Hast du gesehen, hier oben sind Pinguine, ne? Bring dir mal einen Pinguin mit. Wo ist er denn? Ach, der frisst aber schon gut. Da ist Zeus. Guck mal hier, was ich hab. Wo bist du? Da. Hier, guck mal. Das ist ein Heranwachsender. Hier, bei mir. Ah! Na. Wie süß, ich will so einen haben. kann man den betäuben? Kann man auch, ja. Ich kann auch einen größeren holen. Weil nein, das ist mir egal. Das Problem ist, das ist ein Heranwachsender. Das heißt, das sind die einzelnen Tiere zurzeit, die es standardmäßig in Ark gibt, die auch wild
eben nicht erwachsen rumlaufen. Also da gibt es Babys und all sowas, ne? Die kannst du ja aufziehen. Die sind aber schwer zu groß zu kriegen, weil die fressen nicht. Da gibt's weiß ich nicht, was die da gemacht haben. Also ist irgendwie noch so ein Fehler. Ja, aber wenn der so klein bleibt, ist doch in Ordnung. Tut er aber nicht. Wenn du ihn zähmst, dann wächst er. Ach so. Ja, dann ist auch egal. Ich will den haben. Ich schieße jetzt auf den. Ich kann dir einen größeren mitbringen. Nö, 20 ist nix. Da oben sind genug. Ja, der ist doch gut da. Ja. Ach, den behältst du gleich in die Krallen, damit ich drauf schießen kann, oder was? Die tun nichts, die picken nicht. Ich hab jetzt einen großen für dich. Ich will den haben! Da seid ihr. Das sind meine absoluten Lieblingstiere. Ach, wenn du wüsstest, wie viele Tiere es hier gibt, die hast du noch gar nicht alle gesehen. Hier, guck mal, ich hab dir einen großen mitgebracht. Hör doch mal auf. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich sehe gar nichts. Ich habe auch jetzt gesucht. Den holen wir jetzt. Der wird den nicht überleben. Oh, der ist durch! Der ist durch, der Pfeil! Voll in den Arsch geschossen. Muss ich nochmal auf den schießen? Ja, bis er umfällt. Die Pfeile machen einmal viel Schaden und dann über 5 Sekunden oder so, über eine Zeit hinweg. Es ist ja schon langsamer. Oh, das hat nichts zu sagen. Ne? Der läuft mit den Pfeilen unter den Flügeln, das arme Viech. Alter, wie viel hält denn der aus? Viel, ne? Jetzt hat. Oder ist jetzt tot? Tot. Na toll. Ja, die... Ist aber nicht schlimm, kannst ja mal weghacken. Da kriegst du dieses Polymer raus. Dieses organische. Wolltest du doch eh mit einer Hacke oder was? Das ist so, mit der Spitzhacke kriegst du Fleisch raus hauptsächlich. Ja. Und mit einer Axt kriegst du halt auch Fleisch, aber andere Ressourcen kriegst du da mehr raus. So funktioniert das. Eine Sichel? Nee, Sichel geht, glaube ich, gar nicht. Kannst ja auch einen Speer nehmen oder so, aber du kriegst halt am meisten raus mit der Axt. Hier ist so Metall. Ich hier gerade nochmal rum. So nochmal. Kann man auch, aber das ist auch nicht so effektiv in der Axt. Ja, ich sehe gar nicht. Kannst du ja alles mal. Du kannst ja mal. Zum Beispiel ein Dodo oder so, kannst du dir ja mal. Da ist er. Hier sind Hyänen. Organic Polymer. Kannst du ja bei Dodos mal testen. Wieso sind hier oben Skorpione? Die müssen ja total gefroren sein. Aber wo ist denn jetzt der andere Pinguin? Oh, dieses blöde Zerno. Hat die Gelegenheit genutzt und ist verschwunden. Ach, ich hol mir noch einen. Hier oben sind ganz viele, aber hier sind ganz viele kleine, also niedrig Level. Ich würde auch einen weiblichen nehmen. Der legt Eier. Weil die ja Eier legen. Denn wir brauchen ja für dieses Kibbel, ne? Es gibt ja diese ganzen Kibbels. Da brauchst du ja mal Eier für, von verschiedenen Tieren. Und gerade wenn du jetzt Tiere vervielfältigst, ne, wie nennt sich das? Aber ganz kurz, was meinst du mit dem? Hier den Berg hoch. Hier ist zum Beispiel ein weiblicher 80er Kairuko. Der ist doch klasse für dich. Hier. Das ist auch ein Pinguin. Ja. Kairuko sind diese Pinguine. Ich habe hier einen mit. Achso, hast du einen mit? Okay, weil ich sehe nämlich nicht hier überhaupt gar keinen Pinguin. Ich war gerade da oben lang geflogen, deswegen. Hier ist er. Ich würde auch... Der ist auch hübsch. Ja, der ist schick. Ja, hier laufe ich aber, Freund. Umdrehen. Nein, du gehst da lang. Doch. Pass auf, dass er nicht an die Zacken kommt. Ja, an die Zacken darf er nicht. Ah, oh, Alter. Versuch mal in den Kopf zu schießen. Huch. So übel das ist, aber es ist viel effektiver. Oh, der ist ja doch gut. Oh, 105 Schaden. Nimm dir mal bitte eine andere Waffe. Ich weiß nicht. Naja, ich hab einen Dart mit. Soll ich mit dem Dart schießen? Ja, oh, voll durch den Kopf. Das ist ja so Lass übel. Mich mal schießen. Mach mal die Fackel an. Sie hat Narkosegewehr.
guck mal. Macht aber auch. Oh, 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 nee, nicht mehr. Nach dem nächsten Schuss stirbt er. Ja, also kein Schaden mehr drauf machen. Und wann legt er sich dann trotzdem noch hin, oder? Er muss erstmal regenerieren, Leben regenerieren. Das kannst du mit dem Fernglas. Du hast doch gar keins, ne? Da fährt sich Leben gerade nur noch von 266. Die haben ja nur ganz wenig Leben. Kann aber sein, dass er auch gleich bewusstlos ist. Dann stelle ich mich jetzt mal hier hin. Die Darts wirken ja ein bisschen nach. Ich kann aber mal was anderes bauen. Eine Keule. Eine Keule macht nicht so viel Schaden. Da brauche ich aber Fasern für. Oh, jetzt hat er Angst. Nein, er rennt weg. Bloß nicht in die Pfeile rein. Wo ist er denn jetzt? Nee, er steht hier oben. Ja, er steht da. Lass ihn ruhig. Pass nur auf, dass er nicht... Hier, dein Knight Rider steht hier oben nicht gut. Wollte ich nur mal sagen. Warum? Stellen ihn lieber nach unten, hier, wo wir sind. Wo die anderen Tiere sind. Ich will aber erstmal, dass... Weil hier oben nämlich, wenn hier ein Tiger von oben kommt, dann wird er den fressen. Ich guck mal, wie viel Leben der noch hat. 97, ja, er kriegt schon wieder ein bisschen Leben dazu. Aber wenn er nochmal raufschießt, jetzt wird er tot, ne, instant. Ja. Du, könntest du mir auch so eins machen? Ich habe nämlich das falsche Fernglas. Ja, ich muss dich unten machen. Ich habe hier keine Kristalle. Kann man jemand auf den Pinguin kurz aufpassen, dann hole ich meinen Knight Rider. Ja. Ja, ja. Der hängt da sowieso, glaube ich, irgendwie fest. Der Pinguin. Hier, seht jetzt, du kannst das damit mal testen. Wo bist du jetzt? Ich pack dir mal was in deinen Vogel rein. Komm mal her. Da. Und zwar ist das eine Keule. Ja? Die benutzt man auch zum Betäuben von Tieren. Einfach auf den Kopf hauen. Ist so. Kann nichts für. Aber die machen halt nicht viel Schaden. Ich hab gerade gedacht, die Keule passt gut zu Cedes Aussehen. Hau mal jetzt einmal drauf. Ich guck gerade, wie viel Leben der hat. Haust du einmal drauf auf den Kopf? Nicht auf meinen, hier von dem Skyroko. Ja, ich wusste das. Ich hole einen Findel. Findel wehrt sich. So, warte mal. Einmal hauen. Ja, kannst du. Zwei Schaden macht er nur. Kannst du ja mit deinem Fernglas gucken. Ja, ich guck gerade. Der hat noch 167 Leben. Ja, immer schön auf die Arme hier. Immer voll drauf. Bomb. Boah, ist das gemein, ey. Bomb. Was das hier für Zähmungsdinger sind. Ja. Ach, das arme Viech. Das ist so fies. Boah, das schaut total übel aus. Och, Mann. Den muss ich dann echt... Das nennt sich, glaube ich, nicht zähmen. Das nennt sich eher weichkloppen. Ja, den muss ich dann so richtig so ein Wellnessurlaub danach... Du, der sieht jetzt aber schon wieder ordentlich. Ja, ich guck gerade, der hat noch 90 Leben. Kannst du auch ein bisschen. Oh, das ist brutal. Jetzt hat er noch 64 Leben. Ich guck mal hier bei dem Viech hier. Jetzt ist das Licht aus. Nein, ich bin wirklich. Meine Keule ist kaputt. Echt, jetzt schon? Ja. Ich baue dir mal eine neue. Ich muss bloß gucken, was ich dafür brauche. Nee, ich kann sie reparieren. Ach so. Ja, reparieren kann man ohne, dass man es gelernt hat, komischerweise. Ja, aber eine Keule ist eigentlich ganz praktisch bei solchen Sachen. Faser, ich brauche schon wieder Fasern. Was macht da unser Freund? Ich habe gerade nochmal Fläschchen danach geschoben. Das sind lustige Büsche. So, den Fernglas, habe ich das jetzt eigentlich schon? Ich glaube nicht, ich habe dir noch keins gebaut. Der hat 97 Leben wieder. Na gut. Kannst weiter kloppen. Aber das gibt's doch nicht. Der muss doch irgendwann mal umfallen. Ja, die haben ganz komisch, ganz viel Torpor irgendwie. Weiß ich auch nicht. Im Verhältnis zum Leben, ne? Sieht man das auch, das Torpor? Nee, leider nicht. Nicht mit dem Fernglas hier. Es gibt andere Mods, da siehst du das auch. Der hat jetzt noch 40 Leben. Ich glaube, das wird effektiver, wenn wir warten, bis der genug Leben hat und ich nochmal einen Dart drauf schieße. Ich glaube, das wird mehr bringen. Aber dein Dart macht auch schon 114 Schaden, ne?
Ja, wie viel Leben hat er denn? 30 hat er noch. Nein, nicht jetzt, sondern... 266. Der hat auch nicht viel. Ja, dann warte bis 200, dann kann ich mal drauf schießen. Ja, genau. Zumindest kriegt er trotzdem Betäubungswerte jetzt durch die Keule. Was macht er denn hier? Der ist ja schon gezähmt. Bald. Ja, noch nicht so bald, aber... Ach ne, die Bären kann ich aufholen. Aber der ist doch schon mal ganz gut hier, Level 80. Von nicht 150, aber... Besser als nix. Genau, und ich brauche Eisen. Kairuku. Ey, bleib hier, junger Mann. Ist ein Weibchen. Ja, deswegen habe ich die ausgesucht. Hä, wo ist meine Fackel hin? So, ich guck mal, wie viel Leben er hat. 78 hat er gerade. Was für eine Action. ich schau mir mal kurz den anderen Kerl hier an. Ja. Oh, 40% schon, cool. Boah, der ist gut dabei. Und Torpor, der siehst ja, der fällt ganz langsam, ne? Ah, ich hab hier nochmal nachgetan, gerade eben. So, mal einen Schluck Kaffee hier. Wie Kaffee? Wo ist unser Kaffee? Ich will auch einen Kaffee. Wir haben hier kalten Kaffee, genannt Cola. Das wäre doch mal eine Erfindung. Der haut ab. So er geht. Ach nee, der glitscht zurück, ne? Ja. Witzig. Habt ihr auch gesehen, ne? Ja. So ein Replikator. Oder wie heißt es? Bei Star Trek. Ja. Bist du da? Der beamt. Gibt es. Ein Replikator gibt's da. Gibt's hier auch. Aber ich weiß nicht, ob man damit Kaffee repliziert. Oder wie heißt das Replikator? Nee, der hieß... Nee, das ist... Ich weiß, was du meinst. Oh, jetzt rennt er in die andere Richtung. Kerlchen, ich hau dir gleich wieder eins mit der Keule drüber. Ich guck mal, wie viel er hat. Du kannst jetzt mal wieder ein Dart drauf schießen. Boah, jetzt bin ich auch runtergefallen. Boah. Der liegt, der ist bewusstlos. Ach so, okay. Oh, ich hab schon gedacht, der ist tot. Bewusstlos. So, was fressen die jetzt? Fisch, ne? Ach so. Die fressen Fisch, ja. Habt ihr genug Fläschchen? Warte mal, ich kann noch welche aus dem... Ich hab Töpfchen, 30 Stück noch und schwarze Beeren habe ich gerade reingetan. Gut. Soll ich mal losfliegen, Fisch suchen? Flieg mal los und such Fisch. Wo bist du denn hin? Die falsche Richtung. Weißt du doch. Ach ja, stimmt. Wird das bald mal hell hier? Ja, wird gleich hell. Hallo, kleiner Pinguin. Kriegst du sogar einen Pinguin. Kannst du mal gucken, ob die auch wirklich Fisch fressen? Ich weiß das nicht. Wenn ich jetzt hier rausgehe, muss ich die Aufnahme stoppen. Das ist auch gut. Ach so. Guck mal, dann schau ich mal kurz am Handy nach. Ich habe eigentlich einen zweiten Bildschirm immer hier, ne? Also einen zweiten Monitor. Wie heißen die? Kairuku. Kairuku. Mit K, oder? Mit K, ja. Ich seh's ja. Kairuku Zähmen. Ich habe immer die schwarzen Bären gefüttert. Aber ich glaube, die fressen alles, ne? Nee, Fisch, ne? Okay, was haben wir hier? Zähmbar, ja. Reitbar, nein. Sattel, nein. Wild, gezähmt. Bla, bla, bla. Zuwachs, Taming-Bonus, Ausdauer, Hunger. Da kann ich gerade nicht da nachgucken. Zähmen, hier. Kann man schnell betäuben, ja, von wegen. Mag rohes Hammelfleisch als bevorzugtes. Ja, natürlich. Aber wir schlachten jetzt nicht ein Schaf für dein Kairuku. Das machen wir nur bei hochwertigen. Also bei Nutztieren, wie zum Beispiel ein Giganot. Nein. Bei irgendwas ganz 150 Leveling. Irgend sowas. Bei dem kannst du auch. Was gibt's denn dann noch? Fisch? Mal. Level 80, Level 90, Raw Mutton, Cooked Lamb, Raw Prime Meat, Cooked Prime Meat, Raw Prime Fish Meat. Okay, ein ganz normales Prime Meat, Fennel. Ganz normales Prime Meat? Ja. Brauchst du also keine Fische. Gut, ich habe auch keinen jetzt hier gesehen. Dauert 9 Minuten. Ja, die haben aber, ich glaube, dreifach hier, also 3 Minuten ist er durch.
Und mit Primate, ne? Raw Primate. Ja, jetzt muss ich ja nochmal irgendwo was finden. Brontos sind da hinten und... Wo da hinten? Hier oben fliegen Anktavisse rum. Na, komm ich mal wieder zurück. Was ist Raw Mutton? Das ist hier dieses Hammelfleisch oder Lammfleisch. Achso, okay. Wenn du so ein Schaf hast, ne? Wir haben das mal getestet. Du kriegst Unmengen an Hammelfleisch raus, wenn du ein Schaf tötest. Also von deinen eigenen zum Beispiel. Auch wenn du Wilde tötest. Ganz viel. Aber das hält natürlich auch nicht lange. Hier ein Schaf töten, müssen wir noch einen Kühlschrank aufstellen. Ja, oder zwei. Weil die so viel davon droppen. Aber das hält sich lange im Kühlschrank. Das ist eigentlich ganz angenehm. Zum Zähmen ist das echt super. In meinem Vogel ist Primate drin. Ich komme zurück. Und der Pinguin, der verliert ganz schön schnell... Torpor? Sein... Ja, ich mache ihm was rein wieder. Ich habe noch... Kannst du sehen, so ein Töpfchen waren, glaube ich, 70, ne? Torpor-Punkte. Huch. Was kommt hier? Soll ich was rauf? Primate. Nee, ich kann sie das machen. Sein Känguru. Ja. Känguru? Känguru wollten wir doch noch holen für ihn. Wollen wir noch ein Känguru haben.